meine Books to Read, beziehungsweise nee, die Bücher, die ich gelesen habe im April, starten auf jeden Fall schon mal mit einem Banger, wie man unter den Musikern neuerdings sagt, habe ich gehört. The Devil Wears Black von L.J. Shen ist ein typisches L.J. Shen Buch. Ich werde euch die Story jetzt nicht extra nochmal erzählen, weil es dazu schon ein Rezensionsvideo gibt. Wer sich für das Buch interessiert, kann es also einfach gerne anschauen. Ihr findet das auch in meinen verschiedensten Playlists, also schaut einfach mal auf meinem Account vorbei. The Devil Wears Black hat mir gut gefallen. Es war so ein typisches L.J. Shen Buch. Ich finde, bei ihr kann man immer, weiß man immer so ein bisschen, was man erwarten kann, und sie entfernt sich auch gerade so ein bisschen von diesem Übermaß an sexuellem Inhalt, sondern es geht hier tatsächlich mehr um die Entwicklung der Protagonisten, was ich sehr cool finde, weil sie auch immer sehr, sehr schwierige Protagonisten hat. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, war mir das Buch an einigen Stellen etwas flach. Dann habe ich als Hörbücher gehört, und das habe ich euch auch schon vorgestellt, Air Awoken und Fire Fallen. Ich werde euch jetzt hier auch nicht sagen, was die Story ist. Dafür gibt es auch ein extra Video, wo ich beide Bücher auch in einem vorstelle. Ich habe die Bücher als Hörbücher bei Storytel gehört. Storytel ist ein Streaming-Anbieter für Hörbücher und E-Books. Da gibt es mittlerweile wirklich über 60.000 Bücher zu hören oder zu lesen. In unterschiedlichen Sprachen auch. Es ist eine super übersichtliche App. Ich benutze sie selber wirklich jeden Tag und für die meisten Bücher, die ich in meinen Lesemonaten schaffe. Und ihr könnt das Ganze kostenfrei 45 Tage testen und schauen, ob es was für euch ist. Es ist völlig unverbindlich. Ihr rutscht danach nicht in irgendein Zahlungssystem oder sowas, sondern das wird einfach beendet und ihr könnt dann entscheiden, möchtet ihr das weiterführen, ja oder nein. Ich finde, das ist ein super Angebot, also schaut gerne einfach mal unten rein und vielleicht habt ihr ja Lust, Air Awoken und Fire Fallen da zu hören oder eins der anderen Bücher, die ich euch gleich noch vorstellen werde. Auf jeden Fall hat mir Band 1 sehr, sehr gut gefallen. Band 2 fand ich etwas enttäuschend, weil ich die Protagonistin da eher so ein bisschen unselbstständig empfunden habe. Ich bin sehr gespannt, ob es sich in Band 3 ändert. Es war auf jeden Fall ein gemeiner Cliffhanger. Ich hätte gerne Band 3 jetzt sofort, wenn geht. Übrigens ist euch auch gefallen, dass Carlsen dieses Farbschema wirklich oft macht mit Blau und Rot. Ich meine, hier kommen jetzt ja noch irgendwie 5 andere Bücher, aber Ein Kleid aus Seide und Stern und Besteht mit den Tränen des Mondes haben auch dieses Farbschema, andersrum aber. Dann Court of Sun und Court of Moon, das erscheint auch jetzt bald, hat auch dieses Farbschema. Und die nächste Dilogie, die ich von Carlsen gelesen habe, Die Mächte der Moria und Der Prinz der Illusionen hat auch dieses Farbschema. Beide Bücher liegen schon seit bestimmt 2 oder 3 Jahren auf meinem Books-to-Read-Stapel. Ich habe Band 1 mal angefangen, habe es total langweilig gefunden. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann lege ich es nochmal zur Seite, hatte mir das hier aber schon gekauft. Und dann habe ich jetzt letztens nochmal angefangen zu lesen, habe dann die ersten 100 Seiten ein bisschen durchgekämpft. Dann habe ich mich die nächsten 100 Seiten durchgekämpft und die nächsten und ab Seite 350 fing es dann langsam an, mir wirklich zu gefallen. Und Band 2 habe ich dann ganz schön schnell weggezogen. Also ist ein schwieriger Einstieg, fand ich. Aber es wird auf jeden Fall besser. Und es ist auch ein bisschen Slow Burn dabei, was ich ganz nice fand. Allerdings, ja, das verrate ich euch nicht. Die Rezension dazu ist noch nicht online, kommt aber jetzt im kommenden Monat, also im Mai. Ihr müsst also nicht mehr lange darauf warten. Jetzt ziehe ich mal mein Büchlein zu Rate. Das habe ich alles, genau. Dann habe ich eine Neuerscheinung gehört, und zwar Moonlight Sword von Asuka Leonera. Übrigens auch bei Storytel gehört. Ich finde die Sprecherin nicht so gut, weil sie in meinen Augen, oder in meinen Ohren vielleicht eher, die Protagonistin zu tief gesprochen hat. Ich war dann verwirrt, wer jetzt von beiden gesprochen hat, die Frau oder der Mann. Und deswegen fand ich das nicht so toll. Aber es war halt gut für immer zwischendurch ein bisschen hören. Die Story hat mir nämlich sehr gut gefallen und ich freue mich riesig auf Band 2. Der erscheint am 28. September, ist also auch gar nicht mehr lange hin. Und ich freue mich riesig drauf.
Asuka Leonera hat mich einfach mit Gladiator's Love wirklich total auf ihre Seite gezogen und dieses Buch hier konnte das nochmal bestätigen. Die Rezension dazu erwartet euch auch schon am 4. Mai. Ihr müsst also gar nicht mehr lange darauf warten. Ich kann es euch nur empfehlen. Dann habe ich als 7. Buch im April Die Tochter des Propheten ebenfalls als Hörbuch gehört. Die Hörbücher gibt es übrigens nicht bei Storytel, weil High Fantasy dort leider nicht vertreten ist, genauso wie bei den allermeisten anderen Anbietern. Die Tochter des Propheten ist Band 2 der Das Kind der Weizsäcker-Trilogie von Robin Hobb und damit der gefühlt 12. Band ihrer allumfassenden Chronik. Und ich sage nichts zur Story, weil es eben der 12. Band ist, aber es hat mir wieder einfach sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich bin extrem gespannt auf das nächste Buch davon und freue mich auch schon drauf, muss aber warten, bis mein Guthaben wieder aufgeladen ist, bis zum 6. also mindestens. Und da ich da gerade in Schottland bin, wird sich das wahrscheinlich noch etwas hinziehen. Dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Etwas endet, etwas beginnt und wird als der letzte Band der Hexatrilogie, Reihe betitelt. Beziehungsweise als alternatives Ende oder als fortgesetztes Ende oder so. Ich war super krass enttäuscht von dem Buch. Ich habe mir das gekauft in der Annahme, dass es jetzt halt nochmal irgendwie weitergeht. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht darüber gewundert habe, dass es nochmal ein ganzes Buch ist, aber ich dachte, okay, der Autor kann wirklich, wirklich 500 Seiten füllen. Ja, turns out, ist auch so. Leider ist das Buch mit Stories von ihm gefüllt, die er anscheinend selber total toll fand und findet, mit denen aber keiner der Hexerleser etwas anfangen kann, wie ich zu behaupten wage. Also mir ging es auf jeden Fall so. Das sind nämlich Stories aus irgendwelchen Werken, die er früher mal in Polen veröffentlicht hat, die in irgendwelchen Zeitungen erschienen sind, in irgendwelchen Kurzgeschichtensammlungen, in irgendwelchen Büchern von seinen Freunden oder sowas. Die sind jetzt hier nochmal alle zusammengefasst und es ist ein riesiges Genre-Kuddelmuddel und ich finde es gar nicht geil. 30 Seiten davon handeln vom Hexer. Und diese 30 Seiten hätte man auch gut und gerne in Die Dame vom See packen können und dann hätte es das auch getan. Das hier finde ich nicht geil, wirklich. Ich habe den 16 Euro sehr hinterher getrauert, die ich dafür ausgegeben habe. Aber gut, jetzt habe ich es halt. Ich habe das Buch dann, also ich habe die ersten 3 Stories über 100 Seiten lang gelesen. Habe dann nach der 3. festgestellt, so wow, ich habe wirklich keine Ahnung, worum es hier geht, was das sein soll und was... also wofür dieses Buch überhaupt da ist und habe dann zur Hexer-Story vorgeblättert, die 30 Seiten gelesen und das Buch damit für beendet erklärt. Wirklich nicht mein Fall, echt nicht. Ja, aber der Monat endet trotzdem gut, denn ich habe Wicker Creek beendet. Und wer sich daran erinnern kann, dass ich mich darüber beschwert habe, dass das Buch total derangiert bei mir angekommen ist, es sieht jetzt noch schlimmer aus als vorher. Ich habe es zurückgebracht, ich habe ein neues mir mitnehmen dürfen, ich habe es dann mit nach Aachen genommen zur Lesung, ich habe es dann mit nach Wien genommen in den Urlaub und jetzt ist es total verknittert und verkratzt und ich weiß es nicht. Super schade, aber wenigstens war ich es jetzt selber. Wicker Creed hat mir sehr gut gefallen, aber nicht so gut wie zum Beispiel die Atlantis-Chroniken. Also es hat mich nicht so richtig 100% in seinen Bann geschlagen. Meine Annahme, dass ich, wenn ich anfange, es an einem Tag wahrscheinlich durchsuchen würde, hat sich nicht bestätigt. Es fiel mir überraschend leicht, das Buch aus der Hand zu legen, was ich immer schade finde. Aber ich bin trotzdem wirklich sehr gespannt auf die Fortsetzung und ich fand das Buch auch bis zum Ende sehr gut. Ich weiß nicht, was alle Leute haben mit dem Cliffhanger, dass das so böse und gemein wäre. Finde ich überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Und wenn euch davor graut, dann fühlt euch hiermit entwarnt. Es ist absolut nicht schlimm. Also ganz und gar nicht. Ich würde sogar sagen, es ist ein ziemlich leichter Cliffhanger so für den ersten Band, auf den noch 2 weitere folgen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Das Einzige, was man darüber wirklich wissen muss, ist,
dass Mara Wolf zum ersten Mal in einer wirklich 100% Fantasy-Welt schreibt. Sonst hat sie bisher immer in Urban Fantasy geschrieben oder eher so im dystopischen Bereich auch viel. Das kann man hier also nicht erwarten. Es spielt tatsächlich absolut in einer Fantasy-Welt, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde, aber was ja auch nicht für jeden Leser was ist. Ja, ansonsten hat mir das Buch aber sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den Nacken verknackst. Okay. Das war es auch tatsächlich mit den Büchern, die ich im April gelesen habe. Es waren insgesamt 9 Stück, beziehungsweise gehört. Und auch nur dann, wenn man über das Fiasko mit etwas endet, etwas beginnt hinwegsehen möchte. Ja, was habe ich mir für den Mai vorgenommen? Ich war in Wien super fleißig und habe mir neue Bücher gekauft. Für wenig Geld, aber deswegen ist es nicht schlimm. Klassiker wie Treasure Island, Alice im Wunderland, Robinson Crusoe und Gullivers Reisen. Ich kenne die Stories natürlich schon. Ich habe die früher auf Schallplatte gehört. Ja, Schallplatte. Krass, ne? Damals, als die noch zum ersten Mal modern waren. Ne, da waren schon so in ihren Endzeiten. Auf jeden Fall habe ich mir die besorgt, weil ich dachte, Bildung und so, ne? Und bin halt jetzt sehr gespannt, die nochmal zu lesen. Also Robinson Crusoe kenne ich, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich es komplett noch weiß. Gullivers Reisen kenne ich auch nur noch so ein bisschen Stücke raus. Alice im Wunderland kenne ich natürlich ziemlich gut, aber die Filme und auch einige der Hörbücher oder Spiele haben das ja auch nochmal ein bisschen verfremdet. Da möchte ich auf jeden Fall Elfenerbe von Holly Black lesen. Das stand nämlich auf meiner Books-to-Read-Liste für den April, habe ich aber nicht mehr geschafft. Und ich habe auf Instagram auch ein klein bisschen geflunkert. Und zwar habe ich euch abstimmen lassen, was ich mitnehmen soll nach Wien, Elfenerbe oder Legend. Und ich muss sagen, ihr habt euch für Legend entschieden. Ich habe Weaker Creed mitgenommen und habe Legend wieder aus dem Koffer rausgeholt. Deswegen stehen Legend und Finally, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt, jetzt auf meiner Books-to-Read-Liste für den Mai. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht so Bock darauf. Ich habe schon gehört, dass es anscheinend vielen so ging und dass sie dann aber Band 2 auch ganz, ganz toll fanden. Ich bin sehr gespannt, aber ich will mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Klassiker konzentrieren. Die erfordern tatsächlich auch sehr viel Aufmerksamkeit, habe ich jetzt schon festgestellt. Ich habe nämlich mit Die Schatzinsel angefangen und die Bücher sind so eng geschrieben und in einem recht schweren Englisch, also schwerer als ich das von heutigen Büchern kenne. Deswegen wird das bestimmt etwas länger dauern. Und dann steht ja auch noch Feuer und Blut auf meiner Books-to-Read-Liste, schon seit 4 Jahren, glaube ich. Ist auch ein Rezensionsexemplar, also sollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Ja, fehlt so ein bisschen die Motivation. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es ja. Im Mai erscheint außerdem auch noch natürlich ein neues Buch, und zwar Kingdom of the Feared, also Band 3 der Reihe. Am 16. Mai, glaube ich. Ich habe es jetzt eben bestellt, und zwar die Sonderausgabe natürlich von der Bücherbüchse, damit es zu meinen anderen beiden Sonderausgaben passt. Ansonsten erscheint im Mai meines Wissens nach aber nichts Besonderes. Es erscheint noch King of Battle and Blood. Das ist der erste Band der Adrien und Isolde-Reihe von Scarlett St. Clair. Ich habe das schon auf Englisch gelesen und werde mir das deswegen auch nur kaufen und ins Regal stellen. Also im Endeffekt nichts besonders großartig Neues für mich diesen Monat. Deswegen kann ich mich aber auch gut auf die Klassiker konzentrieren. Ich bin sehr gespannt darauf, werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Was für euch jetzt in den nächsten Wochen ansteht, sind hauptsächlich Bücher, die ich schon gelesen habe. Unter anderem sind das natürlich Moonlight Sword, habe ich eben versprochen. Dann Zwillingskrone, Daughter of the Pirate King und Daughter of the Siren Queen. Und dann Die Mächte der Moria, die beiden Bücher, habe ich euch noch nicht vorgestellt. Und Die Tochter des Propheten auch noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall angehen, bevor es dann tatsächlich auch mal endlich an die Hexerreihe geht. Ja, dazu muss ich mir dann noch was überlegen, wie ich das angehe.
Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall mal den Abo-Button aktivieren und die Glocke betätigen. Dann werdet ihr nämlich immer dann benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir hochkommt. By the way, habe ich mir in den letzten Videos absichtlich nicht so viel Mühe mit dem Schnitt gegeben, damit ihr überhaupt Videos von mir bekommt. Weil ich eben unterwegs war, sehr viel und sehr viel arbeiten musste, hatte ich dafür einfach keine Zeit. Ich hoffe, das ist aber kein Problem. Habe ich die letzten 3 Jahre ja auch so gemacht. Und dann habt ihr wenigstens ein bisschen was, was ihr gucken könnt, solange ich die neuen Formate noch nicht starten kann. Vergesst nicht, unten in die Infobox zu gucken für den Storytel-Link. Probiert es wirklich unbedingt mal aus. Es ist ein super Ding und ich selber nutze das wirklich jeden Tag. Also es ist echt eine sehr, sehr gute App. Und dann könnt ihr einfach mal richtig in Ruhe lang genug schauen, ob das was für euch ist. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen wunderschönen Tag.